fürstlich genießen und damit helfen, konnten die Gäste des 7. Sterne-Menüs im Rahmen der Plaza Culinaria. Schirmherren des Sterne-Menüs sind Oberbürgermeister Dr. Dieter Salomon und Erzbischof Dr. Robert Zollitsch. 7 Gänge wurden serviert unter dem Patronat von Colombi-Hotelier Roland Burtsche und mit Unterstützung der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe FWTM. Dazu wurden insgesamt 20 edle Weine gereicht und deren Vorzüge in treffenden Worten vorgestellt. Freiburgs Baubürgermeister Martin Haag zitierte den Weinkritiker Hugh Johnson: Weintrinker sehen gut aus, seien intelligent, sexy und gesund. Insofern kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen, Sie haben eine richtige Wahl getroffen, dass Sie heute Abend da sind. Sternekoch und Colombi-Küchenchef Alfred Klink hat das Weinschmecker-Menü zusammengestellt. Nach einer Rosette und Tartar von St. Jakobsmuscheln erfreuten sich die Gäste unter anderem an gegrilltem Hummerschwanz, Rehrückenfilet und Kokosnusstörtchen. Insgesamt 27.000 Euro kamen durch das Sternemenü für den guten Zweck zusammen. Einen Scheck über jeweils 9.000 Euro erhielten der Verein Kinderherzen retten e.V., das Kuratorium Augustinermuseum Freiburg und die Stiftung Freiburger Münster. Somit konnten durch die Sternemenüs der vergangenen und diesen Jahres insgesamt fast 180.000 Euro für die gute Sache eingenommen werden. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.